Das war der Jutsu des Arschloch. Pronare, ihr wisst, new episode of You Let Loose. Sowas passiert nicht alle Tage, deswegen schalten wir jetzt ein und werden auf eine neue Scheiße reacten. Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Wenn es euch nicht gut geht, habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Wir haben einen besonders starken Magnet von einem Physikunterricht und einen besonders starken Metallbohrer. Man verbinde... Oh, habt ihr gesehen, wie satisfying das war? Nochmal, ich liebe deswegen Physik, schaut mal. Oh yeah, man. Und der ist ganz besonders. Ihr könnt zuerst mal für zusätzlichen Strom einen Lightning Cable hier so anschließen. Jetzt ist er mit Lightning betrieben. Und wenn ihr das Video nicht liked, einfach direkt entweder A oder Vaginal einführen. Dankeschön. Okay, so, wie heißt diese Episode jetzt? Senpai Kek. Junge, wieso hat Mancha auf der Reaktion auf Apo R.E.D., wo er weint, ein Gesicht von mir reingenommen, wo ich mich totlache? Das wüsste ich auch. Mancha? Wir gucken, die nächste Folge heißt Du lachen, du Mikrofon ausleihen, aber nicht zurückbringen. Umgangswörtlich klauen. So, ihr kennt den Hasen. Nicht lachen. Hallo. Hallo. Schöne Katze haben Sie da. Uxinbill, ich spick dich. Ich fick dich, wenn ich dich... Oh Mann, Alter. Das Schlimmste ist, der die Audio verbreitet hat, war tatsächlich ich. Dafür wurde ich sogar angezeigt damals. Die Folge hieß, du lachen, du Wasserball auf Rücken, glaube ich. Das war tatsächlich der Vater von diesem Hassan. Oh, my fucking foot hurts, bro. Like, see that swelling right there? Like, god damn. Okay, man. Oh, I'm sorry. I fell for you. Das war cringe. Oh, no. Gringe. Ah, das war sehr cringe. I felt for you. Holy hell. Oh, shit. Has anybody seen my battery? Scheiß Android-Nutzer, Alter. Alles gut. Seid jetzt nicht traurig. Android ist nicht eure sexuelle Orientierung. Es ist alles gut. Niemand ist angegriffen. Oh, shit, Bruder. Das war... What the fuck? Where am I? Das passiert jetzt. Das würde dann Spider-Man Glory Hole heißen. Whoa, calm down, Jamal. Don't pull out the nine. It's just a joke. Come on. Don't really. Zum Alter. Wieso ne scheiß Waffe? Der ist sowieso gestorben, Junge. Er will ihn safe töten. Er will dafür noch in Habs gehen, Alter. Obwohl er nichts dafür konnte. Das ist echt süß, Alter. Der war gut, Digga. Der war sehr gut. Was hast du gemacht, Junge? Hat er geschissen. Der hat aber gekackt, Alter. Ich gehe sehr empfindlich an diese Memes ran. Und wenn ich dann Kott oder Scheiße sehe... Wieso kaufen wir Cola mit vollständigem Zucker? Was ist unser Problem? Spielen wir gegen die Evolution? I want to know, if I showed up to our date wearing this, what would you do? I tell you to swing your ass to the goddamn sink and do my fucking dishes! Aber in Spider-Man-Kostüm, wer doch waste, Bruder? Wer doch waste? Ich hab schon meinen Traum gehabt, so, okay, mit 17, 18 meine erste Schlacht gegen die Polizei. Ich der Anführer, wir schießen auf die Polizei, wir schmeißen Raketen auf die, alles. Handgranaten, wir machen halb Berlin platt. Dann natürlich, wir kommen alle 5, 6 Jahre Knast, dann wir ficken die Knast, wir machen einen Ausbruch.
aus Knast. Wir machen größten Ausbruch in der Geschichte. Man, wir kommen aus Knast raus, dann werden die international gesucht. Sowas, ja. Und danach so Abenteuer. Maschinengewehr auf Polizei schießen, töten und alles, ja. Und danach mein, mit 25, 30, ich sterbe, mein Name wird verewigt in den ganz Deutschland. In der Schule später. Das ist El Ahmad hier, einer der schlimmsten Verbrecher der Welt. Da habe ich mich so komisch, schönes Gefühl gehabt. Das dachte ich immer.